Gaming Freaks, willkommen wieder zu einem Update. Wieder mal. Ja, ich bin wahrscheinlich im Kaufrausch. Nein, natürlich nicht, aber mal wieder zum Update-Video. Es ist ein kleiner, aber feiner Stapel, so wie ihr im Thumbnail schon gesehen habt. Und fangen wir mal an mit einem kleinen. Jetzt muss ich gerade mal gucken. Einen kleinen, Trip nach Münster zu Saturn und André. André war diesmal nicht viel, aber wollte ich euch nicht vorenthalten, was ich da noch geschossen habe. Und zwar zum einen auf Blu-ray Exit Wounds, Freigeber 18. Ist ja so gesehen ein Upgrade von meiner DVD auf Blu-ray. Und hat jetzt gekostet, ich glaube, 5 Euro. Und die Blu-ray Amaray Der Blob. Auch freigegeben ab 18, aber das Remake, also nicht der Original, weil der Original ist, glaube ich, ab 12. Wie gesagt, hier das Remake ab 18. Klasse Film und auch das Cover finde ich auch grenzgenial. Von daher richtig super. Oh, Entschuldigung. So, dann war ich nochmal beim Saturn drin und da hatten sie auch noch ein paar interessante Sachen, sage ich mal so. Zum einen die Krieger des Zodiac, Saint Seiya, der Film, freigegeben ab 16. Ich hatte gar nicht auf dem Schirm, dass das wirklich die Verfilmung der Anime- bzw. Manga-Reihe Saint Seiya ist. Oder Saint Seiya, ich weiß nicht, wie man es genau ausspricht. Der Trailer sah gar nicht mal so schlecht aus, aber ich glaube, der lief in Amerika, glaube ich, im Kino und da ist der total untergegangen. Wie gesagt, der Trailer sah jetzt nicht so schlecht aus und immer spielt Mark Dacascos mit. Also von daher, ich finde Mark Dacascos ein klasse Action-Darsteller. Mal gucken, wie er so ist. Dann habe ich mir auch noch mitgenommen, wobei mir eigentlich nur Teil 2 fehlte, beziehungsweise das Prequel fehlte. Aber das Doppelpack hatte jetzt 3 Euro mehr gekostet, wie Teil 2, beziehungsweise Prequel Blu-ray. Von daher, wurscht. Und zwar Orphan, das Waisenkind und First Kill. Beide freigegeben ab 16. Zu Orphan, das Waisenkind, wollte ich nicht viel sagen. Klasse, Horror-Thriller. First Kill war jetzt nicht schlecht, aber er hat diesen Touch vom ersten Film nicht mehr. Aber man kann ihn sich auf jeden Fall angucken. Also es ist jetzt nicht so, dass das wirklich ein grottenschlechter Film ist. Aber er hat diesen gewissen Touch von Das Waisenkind nicht mehr. Dann ein Film, den ich vor langer Zeit mal auf DVD hatte und jetzt mir auf Blu-ray nachgeholt habe. Uncut. Dich kriegen wir auch noch. Disturbing Behavior. Freigegeben ab 18. Das Gute, was ich richtig gut finde, da ist sogar ein Schnittbericht drauf. Was alles bei der FSK 16 rausgeschnitten wurde, etc. pp. Finde ich richtig gut. Auch die Bildqualität ist super, Tonqualität ist super, kann ich nicht meckern. Also richtig klasse Film, wer den noch nicht gesehen hat mit Katie Holmes, richtig, richtig klasse. Spielt natürlich nicht nur Katie Holmes mit, da spielt auch noch James Mars. Moment, wie heißt er jetzt noch? Ja, jetzt habe ich es wieder nicht auf dem Schirm. Auf jeden Fall Nick Stahl spielt mit. James Marsden, genau, den ja die meisten jetzt wohl kennen werden aus der X-Men-Ur-Trilogie als Cyclops. Wie gesagt, ich fand den Film richtig, richtig gut. Und immer jetzt seit nach Jahren, wo ich immer auf DVD hatte, jetzt auf Blu-ray wieder. Dann ein Film, den ich auch gar nicht mal verkehrt fand, habe ich auch nur einen Trailer gesehen, aber ist so eine Mischung aus Exorzist und aus God's Army. Das ist der Film The Devil Conspiracy, freigegeben ab 16, fand ich echt nicht schlecht. Also er war richtig gut gemacht. Ich weiß auch gar nicht, wo der Regisseur herkommt. Aber ich fand ihn echt nicht schlecht gemacht. Hat zwar so ein bisschen seine Schwachstellen, aber ich fand ihn echt nicht schlecht. Und also ich kann da jetzt wirklich nicht viel Negatives zu sagen. Dann ein Film, den ich grenzgenial finde. Wirklich, wirklich grenzgenial. Wobei ich die Filme von dem Regisseur sowieso liebe. Ich komme jetzt nämlich gerade auf den Namen hier. Yalmari Elanda.
Ich glaube, der, ich meine, das ist der gleiche, der auch schon The Big Game und Rare Exports gemacht hat. Auf jeden Fall spreche ich hier von Sisu. Rache ist süß, freigeben ab 18. Dieser Film ist ein brachial grandioser Actionkracher. Richtig, richtig geil und auch zu Recht ab 18, also was da teilweise an Szenen drin vorkommt. Richtig genial. Was ich schade finde, laut OFDB, also da bei OFDB ist ja eingetragen worden von einem User, und da steht Wendecover ohne FSK-Logo. Nein, es gibt kein Wendecover. Also wenn ich jetzt hier aufmache, es gibt kein Wendecover. Also von daher, aber der Film, richtig, richtig klasse. Dann. Zu dem Film brauche ich großartig nichts mehr sagen. Das war einfach nur jetzt ein Upgrade von meiner DVD auf die Blu-ray. Over the Top, freigeben ab 12. Hier die Cape Light Pictures Blu-ray. Es gibt ja auch noch eine von 20th Century Fox, aber ich habe jetzt zu der gegriffen und kann nicht meckern. Ich glaube, der einzige Unterschied ist, glaube ich, hier, dass hier Over the Top im PCM 2.0 Stereoton ist. Und ich glaube, auf der 20th Century Fox Blu-ray ist der DTS. Master 2.0? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall hier jetzt auf Blu-ray over the top kann ich auch nichts gegen sagen. Und jetzt kommen wir zu einem Film, wo ich wirklich, ich habe mir den angeguckt und ich habe Scheiße geschrien. Ich habe wirklich Scheiße geschrien, weil ich den so grenzgenial fand und Nicolas Cage sogar noch eine Schippe besser in diesem Film finde als in Magnificent Talent. Massive Talent, Magnificent Talent. Massive Talent, so. Und zwar ist hier die Rede von Renfield. Freigeben ab, der ist auf 16, glaube ich, ne? Ja, freigeben ab 16. Und ganz ehrlich, zu Recht. Der hat teilweise Szenen, wo ich mir schon gedacht habe, so, Alter, okay, ab 16, puh. Aber richtig, richtig, richtig geiler Film mit, Nicholas Holt heißt er, ne? Genau, Nicholas Holt und Nicolas Cage. Grenzgenial. Also Nicolas Cage spielt das so geil. Also wirklich, ich kann den Film nur empfehlen, wer den noch nicht gesehen hat, Renfield, der ist richtig, richtig geil. Also Hammer. Habe ich, also ich, wie gesagt, nach Massive Talent ist Nicolas Cage ja wieder wirklich in so einem Höhenflug. Und dieser Film ist grenzgenial. Also was er hier abliefert an schauspielerischer Leistung, geil. So, dann geht's weiter mit einem kleinen Ausflug zu einem Trödelmarkt. War nicht viel los, beziehungsweise, was heißt, war nicht viel los? Es war viel los, aber es gab leider nicht viele Stände, was filmtechnisch irgendwie angesagt war. Da habe ich mir drei Blu-rays mitgenommen für 10 €. Zum einen auch ein Film, den ich schon mal auf DVD hatte, jetzt wieder auf Blu-ray. Harry Brown, freigegeben auf 16. Ein klasse Thriller mit Michael Caine. Richtig, richtig klasse. Dann ein Film, den ich auch schon mal auf DVD hatte, jetzt wieder auf Blu-ray. Stepfather im Director's Cut. Auch hier das Remake. Es gibt ja auch noch eine Original Stepfather Trilogie. Also hier Stepfather's Remake, freigegeben auf 16 im Director's Cut. Und ein Film, den ich, wo ich sogar schon mal das Mediabook mit Teil 1 und 2 hatte. War das das Mediabook mit Teil 1 und 2? Ich glaube wohl. Das dann abgegeben habe, weil ich gedacht habe, ja, nee, so dringend brauchst du die Filme jetzt auch nicht. Und ich habe mir jetzt doch nochmal auf Amaray wieder geholt. Und zwar Street Kings im Director's Cut, freigegeben ab 18. Ist hier eine Verleih-Blu-ray, ist aber so gut wie nichts dran. Das Einzige, was ist, das Frontcover ist derbe vergilbt. Man sieht es ja hinten. Also hinten sieht das noch richtig gut aus und dann vorne ist es richtig aufgehellt. Also ich denke mal, das lag irgendwo lange mal in der Sonne. Von daher, aber ja, das war dann meine kleine Trödelmarkt-Ausbeute. So, und dann kommen wir zu guter Letzt zu zwei. Ja, zu einem Internetkauf und zu einem, ich bin gar nicht klar, zu einem eBay-Kauf und einer eBay-Ersteigerung mal wieder. Ich habe mal nach langer Zeit mal wieder was bei eBay ersteigern können.
Aber jetzt kommen wir erstmal zum Kauf. Das habe ich bei Medimobs gekauft, aber über eBay. Und zwar die sehr seltene Out-of-Print Blu-ray von. Muss ich mal gucken, was so. Ist die Hülle kaputt oder was? Ist die Hülle kaputt? Ja, hier ist mal eingedrückt, alles klar. Auf jeden Fall die Out-of-Print Blu-ray, glaube ich, Out-of-Print von Brannigan, freigegeben ab 16. Den Film finde ich auch richtig klasse mit John Wayne. Er spielt auch noch Sir Richard Attenborough mit. Damals hieß er noch Richard Attenborough. Richtig geil. Allein teilweise die Sprüche, wie die da drin rausgekloppt werden, etc. Klasse. Kann ich echt nur empfehlen, den Film. Und dann habe ich mir, wie gesagt, einen Film mal wieder ersteigert. Das waren knapp 40 € mit Versand. Wobei das Ding wirklich rar geworden ist, auf jeden Fall in Deutschland. Und zwar das Savi-Exklusiv-Steelbook mit deutschem Ton von Spaceballs, freigegeben ab 12. Dieser Film ist so blöd, dass er schon wieder grandios geil ist. Also, alleine diese Szene mit von wegen Arschloch, Major Arschloch und wie viele Arschlöcher sind noch hier? Wir alle? Das ist so dumm, dass das schon wieder, also, weiß ich nicht, das ist diese, aber wie, ich habe das gut, was ich gut finde, es gibt da auch viel Bonusmaterial auf der Blu-ray, darunter eben halt auch so ein, ich sag mal, Making-of Spaceballs, wo dann Mel Brooks sagt, du kannst Sachen nur parodieren oder nur gut parodieren, die du liebst. Und, also, vor allen Dingen, wenn er sich sogar von George Lucas das Okay holt, von wegen, darf ich daraus überhaupt parodieren? Darf ich das? Und er sagt, ich habe da bei dir gar keine Probleme mit, mach es. Ich finde das grenzgenial. Also, das ist irgendwie, das ist, wie gesagt, das ist so dumm, dass das schon wieder grenzgenial ist. Und auch John Candy, leider viel zu früh verstorben mit 44 Jahren. Grandios gespielt, auch Rick Moranis grandios gespielt. Also richtig, richtig klasse Film und wie gesagt, sehr selten. Also ich glaube, Medimobs hat das sogar drin bei eBay für fast 200 € im Gebraucht sehr gut Zustand. Und ich habe es ersteigert, da war das noch niegelnagelneu eingeschweißt. Von daher kann ich nicht meckern. Meckern richtig, richtig super. Und ja, das war dann mein kleines, aber feines Update. Hoffe natürlich, wie immer, es hat euch soweit gefallen und würde natürlich auch wie immer sagen, bis zum nächsten Mal.